sehr schlaue Panzer. Ja, das Spiel ist abgebrochen. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich das jetzt unbedingt jetzt nochmal neu machen wollte. Wo ist jetzt der LKW? Kommt er diesmal nicht mit? Das wäre sehr merkwürdig. Da kommt er. Ich dachte, der kommt von über der Brücke her. Vielleicht hat er diesmal sich nicht getraut oder so. Wow! Jetzt klappt's nicht mehr. Aber vielleicht hätte es ja doch noch irgendwie gerade geschafft. Aber ich wollte das Einsatz fehlgeschlagen nicht lesen. Moment, kommt er jetzt von hier oben? Ich würde es gerne mal wissen. Genau. Eigentlich kann er hier gar nicht mit. Da ist er gerade vorbeigefahren. Der Panzer hat ihm, glaube ich, den Weg versperrt. Über die Brücke. Boah, sind die stark. Auf den. Na also, es musste doch irgendwann klappen. Gut, er hinterlässt mir leider keine Kiste. Dann speichere schnell, denn es gibt schon wieder Grafikfehler, warum auch immer. Aber das ist nie ein gutes Zeichen. Und Silos sind auch kein gutes Zeichen. Aber gut, ich konnte den Angriff abwehren dieses Mal. Sie haben nicht mal meine Basis erreicht hier oben. Das nenne ich doch mal einen gelungenen Vergeltungsschlag. So heißt auch das Add-on. Naja, Vergeltungsschlag. Abwehrschlag. Irgendwie so heißt das zweite Add-on. Bin also schon im Kopf viel zu weit. Aha. Kümmern wir uns doch mal noch um die ein bisschen. Schnell, bevor er nochmal schießt. Bevor er nochmal schießt. Das war knapp. Ich weiß nicht, warum ihr nicht auf mich hört. Aber immer wieder dasselbe Problem mit seinem Personal. Das will einfach manchmal nicht hören. Benzinfässer, ich muss sie zerstören. Ach so. Dadurch geht die Brücke erst kaputt. Das habe ich vorher gar nicht realisiert. Dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen jetzt, dass ich doch hier oben lang mal gefahren bin. Killt sie alle. Ich freue mich, wenn ich mal wieder halbwegs gescheite Panzer bauen darf. Habe ich gespeichert? Moment mal. Sie müssen eine Beschreibung an. Ach so. Ja gut, muss ich auch erst auswählen. Danke für die Info. Aber ich bin jetzt natürlich sehr speicherwütig, wenn hier schon Grafikfehler auftauchen. Das heißt, es ist nie lange dauert, bis es wieder abbricht. Das wird sich leider jetzt durchziehen, bis ich beide Add-ons noch gespielt habe. Aber allzu oft passiert das ja auch nicht. Nur 1, 2, 3 Mal die Minute, aber sonst alles in Ordnung. Muss man mit leben. Es gibt viel schlimmere Spiele. Es ist nur schade, dass so ein altes Spiel, was schon einige Patches bekommen hat, immer noch nicht so wirklich zur Gänze ausgereift ist. Dann bauen wir halt ein Silo, meinetwegen. Keine Lust noch mehr von diesen Typen zu bauen. Mein Spion wartet noch auf mich, dass ich was mache. Den habe ich irgendwie vergessen. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie lange das Video hier geht. Weil das jetzt Neues ist. Seit dem Abbruch. Egal, dann wird es eventuell länger dauern als sonst. Also vielleicht 17 Minuten statt 16. Wir werden sehen. Oh, die merkt, dass ich da bin, oder? Noch ein Konvoi. Der kann auch nicht überall rein. Bio-Forschungslabor. Die Add-ons scheinen doch einiges noch Neues zu bieten zu haben. Sehr schön. Dann wehrt euch mal. Wäre so mein Vorschlag. Ihr dürft euch wehren. Es sei euch gestattet. Kommt jetzt aber unentwegt. Er kommt wieder. Ich kenne ihn doch. Nein, der will doch nicht.
Manchmal überraschen sie mich doch. Wo ist denn... Soll ich ins Kraftwerk rein? Ich muss auch das Radar finden. War das nicht der Plan? Flammenturm, siehst du mich? Nein, nur Hunde sehen den Typ. Interessant. Da kann er auch rein. Er kann überall rein. Guck nochmal kurz, was ich eigentlich machen soll. Die Daten über diesen Konvoi sind in der Sowjetradarzentrale gespeichert. Muss die Radarzentrale finden. Hier oben wird sie ja wohl nicht sein. Aber ich guck mal nach. Hier kann ich noch ein bisschen aufdecken. Was haben wir denn noch hier? Noch mehr Benzinfässer. Was macht ihr jetzt wieder für... Alter, die Idioten, jetzt haben sie ihn wieder angelockt. Hä, was ist denn los? Wo fahrt ihr denn lang? Und wer seid ihr überhaupt? Jetzt fahrt ihr da wieder rum. Also, das ist ein Teufelskreis, den die da gerade veranstalten, habe ich das Gefühl. Die behindern sich gegenseitig und fahren sie immer wieder außen rum. Halt auf mit der Scheiße. Wo ist mein Spion? Wo ist er nur hin? Habe ich ihnen versehentlich irgendwo einen Befehl gegeben? Einen Bewegungsbefehl? Einen Marschbefehl? Kann mich nicht daran erinnern. Tja. Ich hätte ja gedacht, dass da irgendwie ein Kreuzer drauf geschossen hat, aber Russen haben nur U-Boote, die können da eigentlich nicht drauf schießen. Aber ich glaube, die können im Add-on, oder war das nur im Multiplayer, mit Raketen bestückt werden. Dann sind die ziemlich stark. Mal sehen, ob das hier so sein wird. Dann sind die Russen Marineeinheiten auch mal ein bisschen sinnvoll. Ihr seid ja so toll, ihr seid so klug. Ich habe euch einfach nur dahin geschickt und ihr macht zu euch so rum. Warum auch immer. Wir speichern mal kurz. Die Mission ist schwer, die ist nicht so leicht. In den Bauf könnte ich rein, aber das ist halt kein Ingenieur, da kann ich den selber nicht befehligen. Wo ist das Radar? Die haben gar kein Radar, glaube ich. Oder geht's hier noch runter? Irgendwo hier. Aha. Aha. Ja, ja. Noch eine Kaserne. Ein Zwinger, bitte. Noch ein Konvoi. Noch ein Bioforschungs... kein Zwinger, bitte. Da kommt bestimmt gleich ein Hund rausgewetzt. Ja, dann lasst euch halt abschlachten. Ist auch in Ordnung. Wo ist denn das Radar? Die haben noch gar kein Radar, glaubt. Was ist denn jetzt hier los? Soll ich die Brücke nicht einfach zerstören? Wenn das denn möglich ist. Vielleicht ein bisschen Unterstützung anfordern. Überfahrt sie einfach. Oh, noch einer. Aber die sind jetzt auch jetzt gleich. Alleine. Der versucht noch zu fliehen, das wird ihm nicht gelingen. Ja, wenn man im beim Fliehen, beim Asylantrag dann auch noch gegen die Retter wetzt, gegen die Retter wettert, da muss man sich nicht wundern, wenn man so eine Kugel in den Kopf kriegt. Ich dachte schon, das ist auch gefährlich, dass er sich da direkt vor den Zwinger stellt. Habt ihr irgendwo ein Radar zufällig? Wäre gar nicht mal so verkehrt. Es muss einer da sein, es steht in der Einsatzbesprechung, Beschreibung. Aber ich sehe keinen. Was ist denn hier los? Soll man mal hier ein bisschen für Ruhe und Ordnung sorgen? Muss wohl sein.
könnte aber jetzt, na gut, dann machen wir halt einen neuen Stand. Die Mission ist schwieriger als erwartet. Mal gucken, ob es reicht mit meinen paar Einheiten. Wir wollen nur schnell den Bauhof killen. So schnell als möglich. So, sind zwar immer noch zwei Tesla-Spuren da, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Bauhof. Dann können die das Zeug nicht mehr nachbauen. Weg damit, macht's doch kaputt. Ihr kommt halt alle nicht richtig dran, ich sehe schon. Kaserne weg, unten haben sie trotzdem noch eine. Ach, diese Tesla-Spule ist nicht schön. Ja, das hat sich ja fast gelohnt, meine ganzen Einheiten dafür zu opfern. Was macht ihr denn jetzt hier für Anstalten? Ihr wollt wieder hier Anspruch erheben auf euer Territorium. Aber das gebe ich nicht wieder zurück. Ach, da habe ich auch noch... Oh, habe ich vergessen. Dann, ja, mit denen hätte es vielleicht geklappt, aber jetzt... Hm. Die sind schon sehr angeschlagen. Würde ich jetzt ungern so einfach reinschicken hier in die Höhle des Löwen. Manch, manch. Aber die können der nächsten Angriffswelle beiwohnen. Das Erz reicht gut aus. Bisher hatte ich auch noch nie Mangel. Jetzt wollen sie es aber angehen, hä? Lasst mal, lasst mal. Lebt mein Spion eigentlich noch? Und da ist immer noch so ein Panzer, der das Erz da drüben beschützen will, was der sich denkt. Spion? Lebt noch. Aber ich finde halt kein Radar. Moment, Spion kann ich einfach neuen bauen. Nee, kann ich nicht. Zumindest noch nicht. Vielleicht brauche ich dafür eine Werkstatt. Auch wenn das merkwürdig wäre. Was hat ein Spion mit einer Werkstatt zu tun? Gucken wir mal, ob es hier noch weitergeht. Jetzt haben sie da noch eine Kaserne und da eine Waffenfabrik. Und noch eine Werft. Aber die U-Boote werde ich ja wohl kaum killen müssen. Ich kann ja nicht mal eine eigene Werft bauen. Aha. Kommt der da überhaupt hin? Sonst wäre das ja irgendwie ein Witz. Da ist das Radar. Wie soll ich denn bitte schön? Das haben sie sich ja toll ausgedacht. Aber er macht Anstalten, da reinzugehen. Warten wir ab. Vorsicht! Wir dürfen ihn nicht kommen lassen. Nein. Die versuchen es immer wieder ganz heimlich. Das ist voll fies. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso lassen die denn einfach durchfahren? Die sind so schwach, diese Einheiten. Moment, du gehst jetzt einfach mal direkt hier hin. Und die können ja einfach mal hier warten. Warum nicht? Dann kommt er vielleicht gar nicht erst durch. Das wäre doch mal eine Aktion, oder? Er wartet ihn einfach mal ein bisschen. Der kam vielleicht... Ah, da kommt er. Weil ich mit dem Spion dahin bin vielleicht. Jetzt über die Brücke kann er halt nicht. Das habe ich ihm schön verwehrt. Dann muss er hier oben lang. Und ihr wehrt euch jetzt. Na, ah, so viel hält er gar nicht aus. Aber irgendwie kann er gut ausweichen. Diesmal aber hat das gerade so noch geklappt. Und jetzt vielleicht finden wir hier ja das Radar. Komm, du musst doch... Nee, die haben das einfach abgesperrt. Das ist ja voll cool. Vielleicht kann man... Das wäre witzig. Ich würde gerne wissen, ob der Radar, das Radar wirklich da ist.
Anscheinend muss ich erstmal mit ein paar Panzern dahin rollen. Und die Mauern wegschießen. Oder nee, gar nicht, wow. Da ist einfach kein Radar. Die haben kein Radar. Was für eine Scheiße, was für eine ausgefuchste Scheiße. Hier oben könnte es noch sein, aber der erste Spion ist da merkwürdigerweise irgendwie abhanden gekommen. Deswegen habe ich da ein ungutes Gefühl dabei, den da hinzuschicken. Wir versuchen es aber, denn eine andere Option wäre nur noch, ihn da rumstehen zu lassen, bis ich mich entschließe, mit meinen Panzern zu Besuch zu kommen. Und du? Ja, du. Du. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Ansonsten könnt ihr in Kraftwerke rein, in die Kaserne und in die Waffenfabrik. Dann sehe ich halt, was die gerade bauen. Das spioniert er aus, aber ich kann halt nichts für mich bauen, weil er nicht die Funktion eines Ingenieurs erfüllt. Das Gebäude gehört also gar nicht mir. Ach so, habt ihr den Hund gerade gesehen? Da ist das Radar. Ja, das haben sie ja gut. War klar. Da hätte ich die Brücke mal auch schön stehen lassen sollen. Gefechtsführung beendet. Einsatz geladen. Na gut. Dann stelle ich dich irgendwo hier mal ab. Aber ich muss halt zuerst mit meinen Panzern dahin. Es ist halt nun mal leider so. Können ja ein bisschen dahin. Von hier unten ist ja keine Gefahr zu erwarten. Die wollen nicht wirklich, dass ich hier eine Werft hinbaue. Ich hoffe nicht. Ich sehe ihn nicht mehr, aber der, da kann er schon schießen. Cool. Schießen wir erstmal das schöne Erz kaputt. Nicht oben lang. Ja, jetzt könnt ihr das schön alles blockieren. Macht das mal so. Ist okay. Ein paar Ranger wären bestimmt nicht verkehrt. Gegen die doofe Infanterie. Die da schon wieder angetrampelt kommt. Die sind aber mutig, das muss man ihnen lassen. Kommen da zu fünft auf so eine Panzerarmee zugelaufen, lassen sich davon nicht beeindrucken. Knallen uns einfach ab. Zumindest versuchen sie es. Und die schießen sich jetzt bestimmt gegenseitig selber ab, oder? Nein? Ha, doch. Bisschen. Darauf ist ja meistens Verlass bei den Flammenschießern. Flammenschießern. Bei den Flammen. Infanteristen. Feuerwehr. Flammenwerfer. Heer. Flammenwerfer her. Ja, Flammenwerfer. Der ist der im Heer. Spricht sich halt gleich aus. Heer und Heer. Hoffen wir mal, dass ihr wisst, was ich meine. Sonst klingt das wie die schlechten Reime. Ja, sammelt doch mal direkt hier. Da musst du nicht so weit fahren. Spart Benzin, muss man ein bisschen drauf achten. Für die Umwelt. Alles für die Umwelt. Ich glaube, so langsam reicht es für einen erneuten Angriff. Gerade bei der ersten Mission, die jetzt schon sau lange geht, will ich mich da jetzt nicht so unendlich lange vorbereiten müssen. Wir gehen einfach mal auf die Tesla-Spule, die dann nie wieder nachgebaut werden kann. Da ist ein Konvoi, will der jetzt entfliehen. Da müssen wir uns kurz mal um den kümmern. War das der letzte vielleicht mal? Da unten ist noch ein letzter, glaube ich. Vielleicht auch oben rechts noch. Tesla-Spule ist unten noch eine, gut. Die kann auch ewig weit schießen. Jetzt können sie aber keine Panzer mehr bauen. Wieso kann die so weit schießen?
ergibt doch keinen Sinn. Das geht doch gar nicht. Meine kann nie so weit schießen. Aber hier scheinen die sowieso ein bisschen stärker geworden zu sein. Die haben ja sogar Fahrzeuge mit einer Tesla-Spule obendrauf. Ja, der schießt schon. Ich will lieber oben lang. Erstmal. Und mich um das Radar kümmern. Ich habe nur das Gefühl, dass mir das kaum was bringt. Das wird mir nur den Konvoi hier auf der Karte anzeigen, glaube ich. Aber den habe ich schon selber gefunden. Kommt der mir jetzt nach? Nee. Moment, wir können ja nochmal hier uns selbst ein bisschen kaputt machen. Ihr schafft das, ihr seid Panzer. Die laufen da einfach ganz schön ruhig schon vorbei. Vielleicht überleben wir es ja und dann können wir nach Hause. War klar, dass da noch Hunde sind. Was bringen diese Spione dann überhaupt? Und ich habe das Gefühl, ich habe schon mehrmals, oder ein, zwei Mal zumindest, Stadtspion-Dieb gesagt, weil man die so leicht verwechselt. Ach, hier hätte auch immer gekonnt. Interessant. Den Hund. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Primärziel ist. Das Radar auch wirklich. Zu übernehmen, gehört ja nicht mir dann. Nur auszuspionieren. Ja, toll. Blockier mal die ganze Panzerarmee. Ganz normal. Schießt mal lieber die Werft kaputt. Oder soll ich die einnehmen? Kannst mir nicht vorstellen. Aber ich speichere sicherheitshalber mal. Deswegen heißt es ja auch sichern. Und was bringt mir das jetzt? Irgendwie überhaupt nichts. Ich kann es immer noch zerstören, das Radar. Ach so, jetzt habe ich hier... Seht ihr? Was ist denn hier? Das kriege ich da jetzt überall Verstärkung? Das wäre gut. Nein, das ist nur da, wo die LKWs stehen oder standen. Verstehe ich irgendwie aber nicht. Da, wo sie entlang fahren, eventuell. Das bringt mir herzlich wenig. Na gut, aber lassen wir das so mal bewenden. Boah, ist da viel Verstärkung an so wachsen. Das sollte dann reichen jetzt für die restliche Mission. Dann habe ich die geschafft. Hat der echt gerade auf den Infanterist geschossen, statt auf den Panzer? Der kann Prioritäten setzen. Und der Infanterist ist noch da. Ich habe mich wohl vertan. Der will durch. Stürmen mal wieder. Oben lang oder wie? Mal gucken, ob ich jetzt echt wieder direkt verloren habe. Ach so, der ist interessant. Der kommt doch dann hier vorbei, oder? Ist er kaputt? Da oben lang. Ich verstehe nicht, was er vorhat. Aber ich habe ja hier einen Bunker. Wenn er unten rumfährt nochmal? Oder fährt er jetzt raus? Habe ich verloren? Es darf kein einziger entkommen. Ist das geil. Ist das eine tolle Mission. Aber hier habe ich ja gerade erst gespeichert. Jetzt sind das so viel weniger Panzer. Es ist doch nur noch dieser eine hier unten, dämlich, den ich nicht vorbeikommen lassen darf. Stelle ich mich direkt hier hin, fett und breit. Dann habt ihr keine Chance. Das mit den Spionen war, glaube ich, total unnütz. Also das muss man nicht machen. Und irgendwie hat es mir echt nicht geholfen. Nur diese Rauchmarkierungen jetzt. Voll. Na komm schon. Die Kaserne noch zerstören, dann haben sie gar keine Chance mehr. Da ist man ja nichts ahnend am gemütlichen Voranziehen und dann fährt da plötzlich so ganz rasend schnell ein Konvoi vorbei. Aha, und jetzt hat er eine Alternativroute gewählt. Kriege ich ihn nicht mehr, oder wie?
wie er da einfach außen rum ist. Das, der ist zu gut für mich. Der ist mir über. Ach Moment, hier kommt er nicht mehr raus. Doch, nicht schon wieder. Hoch da, hoch da, hoch da. Beeilt euch mal, ihr seid doch auch nicht so langsam. Jetzt schießt ihn einfach kaputt. Das gibt's doch nicht. Wie er mich schon wieder ausgetrickst hat. Kommt schnell da nach oben. Da kommt er gleich an. Er ist zu schnell. Schnell. Einmal noch, zweimal noch. Komm schon. Komm, noch einmal. Es gibt's doch nicht. Der ist so gut für mich. Gefechtsführung beendet. Okay. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt habe ich die Faxen dicke. Wir machen das jetzt anders. Wir stellen da welche hin. Dann machen wir erstmal hier alles nach dem Schema F. Erneut. Behalten den Status quo bei. Ignorieren aber erstmal gleich den V2 Raketenwerfer. Auch wenn der immer sehr unangenehm ist. Und kümmern uns erstmal um den hier. Dann haben wir keine Sorgen mehr. Vielleicht habe ich da dann sogar direkt gewonnen gleich. Deswegen Angriff ist die beste Verteidigung, wie man sieht. So, boah, jetzt bauen sie aber wie die Weltmeister. Erstmal 1000 Einheiten. So. Tja. Da knirschen die Knochen. Bin euch halt doch über. Über den Wolken. Ah, die Techniker. Da muss ich euch gleich was zeigen. Noch. Der sieht witzig. Wenn es denn da nicht abbricht. Habe ich die Mission jetzt mal gewonnen? Bitte keine U-Boote noch finden müssen. Gut. Jetzt müssen wir die blöde Mauer hier kaputt schießen. Aber da kann ja die Verstärkung ein bisschen mithelfen. Und das Radar eventuell muss ich dann auch noch mal kaputt machen. Schön macht ihr das. Einheit verloren, Einheit verloren. Sag's doch dreimal, lass es dann erstmal sein. Allein wie sich diese Schüsse anhören von diesen Flashpanzern. Billigpanzer. So. Einsatz erfolgt. Danke. War nicht so leicht. Dann mache ich hier auch noch mal zwei Videos draus am besten. Soll ja nicht zu lange werden. Das ist schon echt extrem, der Start. Das ist, könnte die 10. Mission oder so sein vom Hauptspiel. Und hier ist das die erste. Was? XX? Interessant. Wusste ich nicht. Ah, okay, dann bin ich wieder hier. Gibt halt keine Videos, keine Story. Jede Mission muss einzeln ausgewählt werden. Meinetwegen. Dafür gibt es zwei Add-ons. Das ist das einzige Command & Conquer meines Wissens, wo es sogar zwei Add-ons gibt. Sonst gibt es immer nur eins oder wie bei Renegade gar keins. Oder Tiberian Twilight, da gab es glaube ich auch keins. Ich wollte jetzt nochmal kurz zeigen, hier, die letzte Mission der Kampagne. Und das passiert, wenn man dann halt ein bisschen Langeweile hat. Dann macht man hier halt so ein bisschen Ferz. Hier habe ich alles aufdecken wollen. Mich hat nämlich aufgeregt, sobald man das Technologiezentrum verkauft hat, ist alles wieder schwarz geworden. Deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich überall mit meinen Einheiten hin, dann stört mich das nicht mehr. Hier hatte ich zwei Werften, die mir auch nicht wirklich was brachten. Und tausende Silos. Und meine Sammler, die kaum noch was zu sammeln haben. Und das sind die Techniker. Die ganz witzig sind, die schießen ein paar Mal und dann
Ach, die können da gar nicht drauf schießen. Aber die können auf den schießen. Die müssen sich nur mal hinbequemen. Die sind in etwa gleich stark, aber die Gelben, die bleiben dran am Ball. Während die Braunen, ich weiß gar nicht, von welcher Einheit die kommen. Die Braunen hören nach ein paar Mal schießen auf und geben es einfach auf. Die stehen dann dumm rum. Gerade haben alle nichts mehr machen wollen. Ja, die schießen 3, 4, 5, 6, 7 Mal und dann rennen sie erstmal dumm rum. Und die Gelben normalerweise schießen dann, ja, schießen dann wenigstens weiter, aber die Braunen haben nach einer Weile einfach keinen Bock mehr. Und stellen sich dann hin. Jetzt machen sie es noch, aber gleich nicht mehr. Gut, das wollte ich nur noch mal kurz zeigen, weil es so witzig aussieht hier. Nur noch dieses Kraftwerk steht da, das könnte ich mit meinem Ingenieur noch einnehmen. Ansonsten ist das ein witziger Zeitvertreib. Gut, dann beim nächsten Mal weiter im Add-on. Unter Tage. Ich könnte auch abwechselnd machen, Allianz, so wie jetzt, aber das wäre mir ein bisschen zu durcheinander. Deswegen lasse ich das lieber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.